So, Tag auch nochmal an YouTube. Wir sind mal wieder zurück auf der Hof Bergmann, Leute, und es ist einiges passiert. Und zwar haben wir einiges gemacht. Wir haben Rote Beete hier ausgesät. Wir haben Seasons rausgenommen, das wissen die Leute schon. Und wir haben hier die Felder geerntet, haben ein bisschen Silage quasi gemacht. Also frisches Mais haben wir abgelegt in Silo, gucken wir uns gleich an. Wir haben jede Menge Malz, was wir noch holen müssen. Und wir müssen die Brauerei wieder anschmeißen und vielleicht heute sogar die BGA in Betrieb nehmen. Ne? Das ist auch neu, das Feld haben wir uns gepachtet. Ansonsten schauen wir mal weiter. Mahlzeit. So, gab länger keine Folge auf YouTube, ne? Für die Leute, die sich jetzt wundern hier auf Twitch. Leute, wir nehmen immer dienstags jetzt auf, so ein paar Folgen für YouTube, damit die Leute da auch abgeholt werden, die hier nicht mit dabei sind bei den Streams. Ne? Ansonsten schaut gerne mal vorbei. Und für die Leute, die noch meinen YouTube-Kanal nicht kennen, Ausrufezeichen YouTube, schaut auch gerne da mal vorbei. So, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir, ich mal kurz zeige hier, was wir gehäckselt haben. Das ist nicht so viel gewesen. Ich glaube, es war 300.000 Liter. Und der Rest war drüben bei der BGA. Aber ich steige jetzt erstmal in den Fendt ein, mit dem fahren wir jetzt rüber. Holen unser Tandem und dann werden wir erstmal Malz rüberfahren und gleich unsere Brauerei anschmeißen. So, Kirschen können wir, glaube ich, auch ernten, habe ich gesehen. Das können wir auch bald mal machen. So, schmeißen wir den mal an hier. Dann geht's los hier. Wunderschönen guten Abend an alle. So. Ansonsten, wenn ihr auch mal bei der Aufnahme mit dabei sein wollt, immer dienstags, Leute, sind jetzt zukünftig Aufnahmen. Im Stream in der Regel ab 19 Uhr. So. Fahren wir mal rum. Kontostand sieht auch gut aus. Piano ist auch schon zu einem Drittel fertig. Das läuft auch. Und ansonsten haben wir noch einen. Ach, wir haben uns noch einen Radlader geholt. Richtig, stimmt. Vielleicht sehen wir den heute noch mal im Einsatz. Müssen wir mal ankoppeln hier. Na, Ben, Steffen, Grüße. So, fahren wir los. Holen erstmal das Malz ab und dann schauen wir mal weiter. Das Soja haben wir, glaube ich, behalten, ne? Oder? Ich guck mal. Sojabohnen haben wir behalten. Das ist nicht viel, es sind knapp 5000 Liter. Im Juli ist der Höchstpreis, ne? Hattest du nicht mal erwähnt, dass du einen roten Punkt setzt, wenn du aufnimmst? Ja, das habe ich noch nicht auf meiner Liste. Ich war jetzt eher mit ACC beschäftigt. Aber das können wir, denke ich mal, ab Februar einrichten. Der Franke, moin, hallo. Können wir machen. Das geht auf jeden Fall. Muss ich dann nur noch mal hinterlegen. Ne? Gibt es die Hof Bergmann wieder auf YouTube? Ja, ich nehme gerade auf dafür. Das ist die erste Folge jetzt. Die wir jetzt wieder aufnehmen. Das heißt, da geht's weiter. Und deswegen. Ne? Wann die Folge jetzt hier kommt, weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Aktuell ist ja auch das Schwadderheim-Projekt mit dem lieben Joe. Und Medieval Dynasty, ne, auf YouTube. So, wir fahren mal rüber zur Melzerei und werden mal dementsprechend ein bisschen was abholen. Oder hatte ich Stroh produziert? Warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Was hatte ich denn produziert? Mal kurz hier reingucken. Ich glaube, Braumalz. Ne, genau, wir müssen Braumalz abholen und das muss zu Stroh verarbeitet werden. Und das fahren wir jetzt rüber an. Und danach werden wir mal zur Brauerei rüberfahren und werden da auch mal gucken. Weil ich glaube, da haben wir einiges an Bier schon produziert in der Zeit. Sodass wir da dann auch bald zeitnah das erste Bier verkaufen können. Ne? Wir sind immer noch im ersten Jahr. Ne? Das ist halt vielleicht auch wichtig. Ich spiele Mais Plus. Wortliste habt ihr auch. Und dann schauen wir mal. Das Gras wächst auch schon wieder hier, ne? Das können wir bald auch schon wieder her. Sehr gut. Wir brauchen nämlich auch noch frisches Gras für unsere Schafe und für unsere Ziegen. Und wir müssen auch noch unsere Kühe melken. Und die BGA anschmeißen. Sky, ich grüße dich. Hallo. Hallo zusammen, gerade wach geworden wegen Hunger. Lass dir schmecken. Ich hoffe, dir geht es besser. So, lass mal schauen hier. Sehr gut, sehr gut. Super. Und
Die anderen Felder müssen bald auch alle reif sein. Wir haben ja Gerste und Weizen noch ausgesät. Das müsste auch bald wieder gehen. Guck mal, das wächst hier auch. Und gedeiht. Und dann schauen wir mal. Ne? So, das haben wir schon. Bei der Melzerei. Und dann fahren wir hier mal durch. Und holen uns mal das Braumalz ab, was wir dann zu Malzschrot verarbeiten müssen. So, fahren wir ran hier. Servus. Ah, nee, hier war es nicht, ne? Das war ein Stückchen weiter hier. So. Tipptopp. Zack. Braumalz. Einmal voll machen, bitte. Nein, geht nicht besser. Fast 24 Stunden durchgepennt. Oha. Aber dann braucht der Körper das auch. Dann braucht der Körper das auch. Christen, guten Abend. So, 34.000 Liter. Das kriegen wir, glaube ich, mit einmal gar nicht weg, ne? Müssen wir vielleicht sogar noch mal ein zweites Mal fahren. Aber schauen wir gleich. So, jetzt müssen wir gleich mit dem zweiten Kipper noch ran. 28,9 müssten wir wegkriegen. Ungefähr. Oder 28,5, glaube ich. Passen hier rein. Dann machen wir den mal voll. So, werden wir nochmal hier alles zumachen. Oder geht doch alles rein? Ah, doch, geht mehr rein. Sehr gut. Schwindelig und Kopfschmerzen. Dann musst du ein bisschen was trinken, Sky. Oder gegebenenfalls dann nochmal Arzt aufsuchen. Irgendwie, in irgendeiner Form, weil das ist ja auch nicht so gut. Ne? So, geplant haben wir den Spaß. Das heißt, wir fahren mal zur Brauerei. Da müssen wir vielleicht gleich noch ein bisschen Leerpalette kaufen. Ne? Das müssen wir vielleicht auch nochmal machen. Und Ernte hier im Chat. Let's go. Ja, ansonsten diese Woche sind wir in ACC. Die WM startet am Samstag. Morgen Generalprobe am Mittwoch. Und morgen bin ich quasi am 17. und 18. ab 11 Uhr live auf giantsoftware.de, Leute. Schaut gerne vorbei. Da bin ich mit dem... oh, warte mal. Was vergessen. Was ist da passiert? Grande Malheur. Guck mal, das Ding habe ich gar nicht ausgeklappt. Verdammt. Da bin ich mit dem Chucky live auf giantsoftware.de und kommentiere das 5. Turnier aus England, Leute. Ich werde zwar von zu Hause kommentieren, aber die Spieler sind in England auf der Lama in Birmingham und spielen den Sieger des 5. Turniers der FSL aus. Ne? So, jetzt haben wir alles. Jetzt passt's. Weiter geht's. Mahlzeit Ghosty, grüß dich. Guck mal, das sieht schon viel besser aus. Hatte ich, glaube ich, eingeklappt, wo ich das Fahrzeug gereinigt hatte beim letzten Mal. Jetzt fahren wir einmal hier komplett durch. Und ich guck mal, jetzt hier auf der rechten Seite, da müsste auch schon was gewachsen sein. Da sind nämlich unsere Pastinaken, unsere Karotten und rote Beete. Guck mal hier. Das haben wir gepachtet, das Feld. Das kostet uns, glaube ich, 4.500 pro Tag. Und das werden wir dann auch bald ernten. Und wir haben einen großen Kartoffelauftrag noch gemacht. Ne? Das haben wir auch noch gemacht. Da haben wir die Kartoffelchipsfabrik befüllt. Apfel, moin. Ach ja. Wie ist die Tastatur hier irgendwie anders? Ach ja, hier war es umgebaut. Oh, Hilfe. So, jetzt habe ich wieder Platz. Grüße, Alex. Moin. So, fahren wir mal rüber. Jolfi, moin, hallo, Grüße. Sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt passt die Tasse ja auch wieder hin. Ich habe schon gewundert, ey. Ja, morgen gibt es Schneegestöber, hör mal. Mal sehen. Morgen soll starker Schneefall in NRW geben. Bin mal gespannt. So, jetzt müssen wir hier links und dann so halb rechts, glaube ich. Mal den Hermesboten hier vorbeilassen. Ja, jetzt fährt er hier rein, der Dulli. Hätte er mal blinken können, ne? Hätte er auch mal blinken können. So. Wir brauchen Schrot, Leute, ne? Schrot war ja vorne, glaube ich. Abladen, gucken mal. Laden wir das mal ab. Kurz durchschalten hier. So. So,
uns auch gleich wieder einschalten, ne? Wo ist denn das hier? Malzschrot, ne? Da haben wir es. So, aktivieren. Das wird direkt wieder produziert. Und dann fahren wir nochmal ein Stück weiter hier. Geben wir den hinteren auch noch einmal ab. Und dann fahren wir gleich mal zu unserem... zu unserer Brauerei, ne? Bei uns ist Unwetterwarnung rausgegeben worden. Schnee und gefrierender Regen. Ja, das haben die uns auch gesagt. Das wird, glaube ich, morgen sehr krass werden. Ich habe auch vorgenommen, nicht aus dem Haus zu gehen. mal sehen, ne? Auf Schnee kann ich gerne verzichten. Meine Schafe sind kurz vor dem Lammen. Ja gut, okay, das stimmt. Aktuell minus 9 Grad. Ne, wir haben minus 1 Grad aktuell. Ich bin mal gespannt, wie sich das Wetter noch entwickelt. Da bin ich wirklich echt gespannt, ne? So, fahren wir mal zur... Ach, warte mal, wir könnten Folgendes machen. Ah, warte. Wir holen jetzt den Fliegel vom Sägewerk. Den haben wir nämlich da stehen. Und wir lassen an der Brauerei, lassen wir die Kipper stehen. Und dann können wir nämlich beim Händler jetzt gleich auch noch Leergutpaletten wiederholen, ne? Das auf jeden Fall auch. Und Lalfand, danke dir für 2 Jahre Support. Vielen Dank für deinen Resub. Dankeschön. Guten Abend. Hallo, hallo. Vielen Dank. Und Gamer Frank. Hallo. So, das heißt, wir fahren jetzt hier erstmal lang. Stellen dann gleich die jeweiligen Kipper einmal ab. Ah, die hätten wir eigentlich auch beim Dingens lassen können, ne? Bei der Getreideschrotmühle, ne? Wieso? Moin. Solange ich meine Mülltonne leer machen kann, ist alles gut. Guten Abend. Sag's nur, sie moin. So, schauen wir mal. Jetzt fällt jetzt hier links rein. Und dann sind wir gleich da. Warte mal, die will ich hier wohl beim Bäcker abstellen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Da stehen die nämlich nicht im Weg. Man kann ja noch schön vorbeifahren. Tipptopp. So, steigen wir mal kurz aus. So, und dann fahren wir direkt erstmal zum Sägewerk und holen mal unseren Lader ab, wo wir die jeweiligen Fliegeltrailer hingepackt haben. Bretter transportiert haben. Also sind wir wieder ein bisschen in der Nähe von Hof 1 unterwegs, ne? Ich hoffe, das ist schon... Das Sägewerk hat schon geöffnet. Aber ich meine schon. Ich glaube, ab um 8 machen die, glaube ich, auf. Oder fahren wir gleich zum Händler und dann wieder zurück. Und da können wir auf dem Rückweg nämlich dann die Anhänger dort stehen lassen. Wir dann das Malzschrot auch wieder bekommen können. Schön, schön, Leute. Ansonsten einen schönen Dienstag euch gewünscht. Und dann müssen wir auch noch die Felder, wir müssen Raps auch noch aussehen. Das heißt, wir müssen kalken, müssen düngen und die Felder noch ein bisschen vorbereiten. Weil wir brauchen Raps für Rapsöl. Ach, habe ich immer noch nicht die Produktion von Matana drauf. Ne? Guck mal, da steht da der Fliegel. Einmal ab. Haben wir denn schon Holz wieder da? Weil da könnten wir Holz darüber transportieren. Warte mal, ich guck mal kurz. Können wir direkt aufladen, ne? Sekunde. Guck mal, ist doch noch ordentlich Holz da, ne? So, schauen wir mal. Gehen wir schon mal an hier. Dann sparen wir uns den Weg, ne? Ein paar Paletten haben wir schon wieder. Wobei, das brauchen wir aktuell, glaube ich, nicht. Ne? Oh, guck mal, ist schon einiges da. Das machen wir, glaube ich, ein andermal. Der kann erstmal produzieren und dann schauen wir mal weiter. Gut.
Fahren wir zum Händler, holen ein bisschen Leergutpaletten, weil da haben wir nämlich keine mehr von. Zack. So. Tipptopp. Echt ein schöner Fliegeltrailer findet ihr auf der LSFM-Seite oder in der Modliste, ne? Was macht ihr denn am liebsten auf der Hofbergmann, wenn ihr da spielt, Leute? Was ist denn eure Lieblingsaufgabe auf der Hofbergmann? Das würde mich einfach mal interessieren. Ach, der Schrebergarten, der war auch noch, ne? Aber der gehört uns noch nicht. Vielleicht mal irgendwann noch mal ein paar Pferde. Aber da würde ich die Werte der Pferde ein bisschen anpassen, damit die auch lukrativ sind, ne? Ansonsten macht das, glaube ich, wenig Sinn. Ah, unser alter Hof, ne? Ich vermisse den so ein bisschen. Weil er halt viele Funktionen hat, die wir jetzt aktuell noch nicht haben. Futtermischer, Schweinestall und, und. So, lass mal gucken. Geht der Chat noch? Oder ist der kaputt, Leute? Den Chat kaputt gemacht? Nee, ne? Nee, okay, er geht. Ich wollte nochmal nachfragen, Sebastian. Nee, alles gut. Geht doch. Okay, gut. Ich wollte aber wissen hier. War ganz so ruhig hier. So, die ist auch schon wieder fast fertig. Mal Käse gemacht. Auch Käse ist halt auch sehr lukrativ, ne? Das stimmt. Da könnt ihr euch noch an die Folgen von Werner erinnern, hier Butter Werner. Das Butter-Imperium mit den Fässern. Das war doch mega gut. Guten Abend, Danny. Grüß dich. Hi. Matze, guten Abend. Hallo. So. Butter-Werner. Wer erinnert sich noch dran? So. Wie viele Paletten kaufe ich denn jetzt hier? Ich würde mal sagen... Verbrauchsgüter waren es, ne? Oder? War es unter Paletten? Paletten... Wo waren das jetzt hier? Bin ich Banane oder was? Hä? Oder Diverses? Hä, wo waren denn die kaufbaren Dinger jetzt? Ach hier, Leergut, lol. Die haben eine eigene Rubrik. Danke für nix. Okay, ich habe es gesagt. So. Die werden erstmal aufladen. 10 Stück habe ich erstmal gekauft. Wir nehmen mal den Manitou hier. Und dann nahm er den ganzen Kram auf hier, ne? So. Also doch Bananen. Was für Bananen immer? Was denn für Bananen? Das ist geil. Hä? Ich verstehe gar nichts. So. Zack. Ihn da wieder runter? Ich hoffe schon, ne? Darf ich, glaube ich, bloß nicht so ganz reinschieben. Ansonsten wird das irgendwie nix. Kann ich eigentlich auch 2 direkt mitnehmen? Wir gucken mal. Kommt das auf der anderen Seite durch? Jo. Können wir sogar 2 direkt aufladen, ne? Machen wir beim nächsten Mal. Was gesagt? Banane. Ach so. Ach so, meinst du das? Ja, gut, okay. So. Nochmal hier. Schön die Leergutpaletten aufladen, ne? Haben wir die Kameraperspektive, die andere hier? Jo. Haben wir. Guck mal hier. Hupp. Laden wir das mal auf. Sehr schön. Ich hoffe, wir kriegen alle weg, ey. Ich habe mich nicht verrechnet, dass wir nur 8 da drauf kriegen. Schauen wir mal.
Ach, guck mal, funktioniert sehr gut. Tipptopp. So, jetzt mache ich mal hier vorne eine Ecke. Bin für 8. Mal sehen. Könnte knapp werden, ne? So. Tipptopp. Das auch so hier hin. Ich guck mal. Bei dem kann man zum Beispiel sehr gut gucken. Bei dem jungen Heinrich finde ich es ein bisschen schwieriger. Weil er vorne weniger Sicht hat, ne? Wobei ich den schöner finde, den jungen Heinrich als als Gabelstapler. Der ist ein bisschen klobiger. Den haben wir ja gleich bei der Brauerei, ne? Lademann und Söhne. Die Brauerei schmeißen wir dann beim nächsten Mal ein. Ah, 8, ne? Weil wenn ich die jetzt gleich quer packe, oder noch eine Etage höher, ne? Ja, es ist wohl echt 8. Du hast, glaube ich, recht mit mir, Stilo. Mist. Da passt es nicht mehr. Gut. Ich verlade jetzt nur mal den Rest hier. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Ja, dann sage ich einfach mal bis dahin, ne? Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.